Hallo liebe Milcherzeuger und Berater, das ist die 7. Folge von DSDF Deutschland senkt die Futterkosten. Heute sind wir das zweite Mal auf dem Betrieb mit 125 Kühen und 2 Melkrobotern in Schleswig-Holstein. Nur dass der Betrieb aktuell 116 Kühe melkt, da er am zweiten Milchreduktionsprogramm teilnimmt. Der Betriebsleiter hat deshalb einige Altkühe und 4 Fersen verkauft und wird voraussichtlich noch weiter abstocken, denn es geht für den Betrieb immerhin um ca. 10.000 Euro. Wie sich das auf Futteraufnahme, Milchleistung und Futterkosten auswirkt, erfahren Sie im Laufe des Videos. Mein Name ist Rainer Möller von Möller Agrarmarketing und wir entwickeln Apps, Tools und Videos für unternehmerisch denkende Landwirte. Ziel von DSDF ist es, Milcherzeugern zu zeigen, wie schnell und einfach sie die 5 wichtigsten Kennzahlen berechnen, die jeder Milcherzeuger wissen sollte. Das unterstützt die optimale Fütterung und senkt die Futterkosten. Denn minus 1 Cent pro Kilogramm entspricht minus 10.000 Euro je 1 Million Kilogramm. Und die Schwankungen in der Praxis sind deutlich höher. Kommen wir zu unserem Praxisbetrieb. Im ersten Schritt tragen wir Datum, melkende Kühe, erzeugte Milchmenge der Herde pro Tag, Milchpreis sowie die Inhaltsstoffe ein. Der Eiweißgehalt ist relativ niedrig, obwohl der Harnstoffgehalt mit 250 bis 260 Gramm pro Kilo Milch eher noch weiter sinken soll. Dies kommt, weil der Betriebsleiter in der Vergangenheit bei der Züchtung auf hohe Milchleistung und niedrigere Inhaltsstoffe gesetzt hat und erst nach Quotenende wieder gegensteuert. Im zweiten Schritt geht es um die Futterration. Die Futtermengen werden automatisch auf Basis der Anzahl der melkenden Kühe berechnet. Nur dort, wo sich Anteile verändert haben, hat der Betriebsleiter die errechneten Werte überschrieben. Zum Beispiel bei Gras- und Mais-Silage, weil die Kühe mittlerweile mehr fressen. Dies könnte mit dem besseren Tierfressplatzverhältnis zusammenhängen. Zusätzlich füttert er etwas Heu. Neben hochwertigem Milchleistungsfutter mit extrudierter Leinsaat setzt der Betrieb auf eine individuelle VMR, Lebendhefe, Mineralfutter, Viehsalz und Futterkalk. Jetzt haben wir alle wichtigen Kennzahlen im Blick. Die Futteraufnahme ist in den letzten Wochen um 1 Kilo auf 21,5 Kilo gestiegen und die Futtereffizienz mit 1,46 konstant auf sehr hohem Niveau. Dadurch, dass die Kühe mehr fressen, sind die Futterkosten pro Kuh und Tag auf 4,7 Euro gestiegen, aber mit ca. 15 Cent je Kilo Milch konstant geblieben. Durch den sinkenden Milchpreis ist auch der IOFC gesunken und liegt aktuell bei 5,67 Euro. Und der Kraftfutteraufwand bleibt mit 236 Gramm weiter sehr niedrig. Was will der Betriebsleiter noch besser machen? Jetzt geht es erstmal darum, die Vorgaben des Milchreduktionsprogramms einzuhalten und die insgesamt abgelieferte Milchmenge des Betriebs weiter zu reduzieren. Durch die Teilnahme an unserer Aktion DSDF denkt der Betriebsleiter noch intensiver über seine Fütterungsstrategie nach und vergleicht sich auch intensiv mit den Kollegen von Niedersachsen bis Bayern und Baden-Württemberg. Züchterisch sollen mittelfristig die Milchinhaltsstoffe wieder steigen. Wenn auch Sie die Futterkosten senken wollen, klicken Sie auf das i, das wir gleich einblenden. Das neue Video von DSDF gibt es am nächsten Montag. Wenn Ihnen unsere Aktion gefällt, klicken Sie jetzt unten auf Daumen hoch, damit noch mehr Milcherzeuger profitieren. Und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, damit Sie kein Video mehr verpassen. Denn wir machen Videos für erfolgreiche Landwirte. Bis dann, Ihr Rainer Möller.